Und herzlich willkommen zurück zu My Test. Yay. Bam. Fuck, my life. Ha. So. Kabelsalat plus. Schön. So. Du kannst zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Wobei, ehrlich gesagt, wir haben gar nichts, was wir brauchen. Wir brauchen noch unsere Stäbchen. Oh, Alter, mittlerweile haben wir ganz schön viele Stacks davon. Ich glaube, ich sollte aufhören, immer Stäbchen zu machen, die wir dann eh nicht brauchen. okay. Wir brauchen Material. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen. Ja, geht eigentlich. Easy. Sollte soweit passen. Das Zeug hier nicht abfällt, es ist. Ach man, warum kann ich nicht fliegen? Das ist so Bullshit hier. Leck mich. Wisst ihr, wo ich auch noch auffüllen? Lassen wir erstmal. Da ich ja mir noch nicht entschieden habe, wo da jetzt Glas reinkommt und wo wieder einfach Cleanstone hervorkommt. Also bei solchen Sachen hier kommt auf jeden Fall Glas rein. Aber ja. Und mit der Beleuchtung müssen wir uns ohne was einfallen lassen. Diese Fackel hier soll denke ich erstmal so kurz Baubeleuchtung sein. Weil es eigentlich nicht dafür gedacht, dass sie da was drin sind. So, ich würde mal sagen, hier kommen wir nicht mehr wirklich an Cobblestone ran, an großen Massen. Das heißt, wir schlagen uns hier erstmal irgendwo rein. Hätten wir eigentlich direkt bei uns machen können. Hätte ich jetzt nicht hochrennen müssen. Für. Da, das ist Bullshit. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier so rein. Und dann schlagen wir uns einfach durch. Ich habe jetzt auch keine Fackeln dabei, fällt mir gerade auf. Haben wir irgendwo Kohle? Ja. Dankeschön. So, dann machen wir uns gleich mal ein paar Fackeln und Werkzeug, ja, so und so und so und so. Jo, die Frage ist, wie viel Kobbel brauchen wir jetzt noch für den Weg? Obwohl, wir brauchen sowieso eine ganze Menge, weil alleine um den oberirdischen Weg dann zu vollenden, ey, wir werden so scheiße viel Kobbel brauchen. Das kann auch nie im Leben was werden. Na gut. Wer wollte hier nochmal Compressed Cobblestone benutzen, hä? Achso, seht ihr, was ich noch erzählen wollte bei meiner, hier, ne? Weil ich ja meinte, wir sind bei uns bei dem Betriebspraktikum.
relativ frei von der Gestaltung. Also erstens mal mit wir, deswegen, weil ich bin nicht alleine, sondern ich arbeite da mit einer anderen Klassenkamerad zusammen. Und wir machen unsere Praktikum quasi an einer Schule, also nicht an unserer Schule, sondern an einer anderen Schule als Teil der IT-Administrierung. Für die arbeiten wir quasi als Praktikanten denn. Und da ist es halt so, wir arbeiten von Montag bis Freitag, während der eigentliche Admin immer nur von Dienstag bis Donnerstag da ist. Das heißt, montags und freitags sind wir sowieso immer komplett alleine. Und dazu kommt auch noch, dass wir quasi zwar von dem Admin Aufträge bekommen und der uns ab und zu über die Schulter guckt und Hilfestellungen gibt und wir ihn zwar für alle nach alles fragen können, aber wir haben unser eigenes Büro und bekommen auch unsere eigenen Aufträge, teils vom Admin natürlich. Die Aufträge an sich arbeiten wir aber komplett eigenständig ab. Wir können uns auch unsere Zeit komplett frei gestalten, das heißt, wann wir welchen Auftrag machen, wie wir was machen. Von daher sind wir quasi komplett, wenn man so möchte, eigenständige Personen. Die ganzen Lehrer und auch Lehrerinnen vor allen Dingen haben uns auch alle schon in ihr Herz geschlossen, weil seitdem wir da sind, funktioniert auf einmal alles. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass der Admin scheiße ist. Ich meine, dass er es ist, wissen wir sowieso schon. Spaß. Aber vor allen Dingen halt, wie gesagt, der Admin ist halt immer nur von Dienstag bis Donnerstags da. Und ja, wir als Praktikanten halt die ganze Zeit. Und dementsprechend können wir halt auch viel mehr Sachen in Angriff nehmen. Und während der Admin halt eher dazu da ist, so halt das System an sich zu verbessern, zu managen und sowas alles, hat er halt kaum Zeit dafür, irgendwelche Lehrer-Wehwehchen zu machen, wie, ja, weiß nicht, Anmeldung funktioniert nicht, Gerät funktioniert nicht, Kabel ist locker oder weiß der Geier was. Und ja, das machen wir halt als Praktikanten hauptsächlich. Und ja, dementsprechend merkt man das natürlich darin, dass auf einmal die ganzen Klassenräume funktionieren, also die ganze IT in den Klassenräumen. Und dafür lieben uns natürlich die Lehrer mittlerweile. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir machen halt komplett alles selbstständig. Was ich natürlich extrem feier. Weil ich möchte mich ja später auch eher so selbstständig machen. Und vor allen Dingen, ich meine, ich persönlich bin da sowieso schon ein bisschen selbstständiger. Einfach weil ich auch in dem Berufszweig, also IT allgemein, vor allen Dingen aber auch Wartung von Systemen, Fehlersachen beheben und solche Sachen natürlich auch schon privat extrem erfahren bin. Aber mein Klassenkamerad zum Beispiel, der ist halt so ein, ja, ich sag jetzt mal, typischer Windows-Benutzer, der von dem, was dahinter steckt, nicht wirklich viel Ahnung hat. Und gerade für ihn ist es halt komplett was Neues, so komplett selbstständig zu arbeiten. Und ja, dementsprechend ist es halt ganz cool. Ich meine, wir teilen uns das natürlich auch in dem Moment sinngerecht auf. Also alles, was so mit Denken und Überlegen zu tun hat, mache hauptsächlich ich. Alles, was so mit unserem Tisch krauchen und die ganzen akrobatischen Geschichten quasi, macht hauptsächlich er. Das klingt jetzt total behindert, ist es auch, aber egal. Auch schon wieder dunkel. Genau. Von daher Ausbildung ganz cool. Und das Praktikum in der Ausbildung jetzt auch. Vor allem, ich lerne da jetzt tatsächlich auch mal was Neues, weil die Schule ist natürlich wie alle öffentlichen Behörden, man möchte ja Steuergelder rausschmeißen und natürlich sich auch schön abhängig von irgendwelchen Firmen machen. Das heißt, die Schule nutzt natürlich alle, also die Schule vor allen Dingen auch, nutzt natürlich komplett alles Windows-basierte Systeme und quasi alle Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe, sind Windows-hausgemachte Probleme. Also
wirklich Hardware-Probleme ist quasi nie, sondern alles immer Windows-seitig. Was mich natürlich als Linux-Nutzer immer schön erfreut. Da lerne ich Probleme kennen, die ich hier bei meinem PC und so nie habe. Ganz witzig. Und vor allen Dingen, ich lerne auch Fehler kennen, wo ich mir als ITler allgemein immer nur so frage, Junge, was läuft mit Windows eigentlich falsch? Zum Beispiel haben wir das Problem, wir haben Klassenräume, da haben wir quasi die Lehrer-PCs, sind ganz normale PCs, klar. Na gut, klar nicht, weil die ganzen Schüler-PCs sind alles Synth-Clients, die dann über RDP angesteuert werden, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, die Lehrer-PCs sind klassische PCs. Und da ist halt ein Bildschirm angeschlossen und der Beamer. Bei den Klassenräumen, die einen Beamer haben, hängt der halt logischerweise am Lehrer-PC. Das heißt, der Lehrer-PC hat zwei Ausgabegeräte fürs Bild. Und da schiebt Windows gerne mal Macken. Will heißen, den Bildschirm, den steuert er richtig an mit der bildschirmeigenen Auflösung. Aber die Beamer, da haben wir halt quasi das, dass die Beamer sind nicht direkt am Bildschirm angeschlossen, sondern die an den Rechnern hängt so eine Remote-Unit, die quasi das VGA-Signal vom Rechner entgegennimmt, das dann in Netzwerkdatenstrom umarbeitet. Heißt also, zum Beamer selber geht dann ein Netzwerkkabel und beim Beamer hängt dann wieder eine, das Gegenstück, und das macht er halt aus dem Netzwerkdatenstrom wieder ein VGA-Signal. Und das Problem ist, der Beamer an sich arbeitet mit 1024x768 Pixeln Auflösung. Diese Remote-Unit arbeitet aber mit 1600x1200 Pixeln als Maximalauflösung. Heißt also, normalerweise würde es bedeuten, ja, die Remote Unit kann bis zu 1600x1200, wollen wir aber nicht, weil der Beamer kann nur 1024x768. Also, oh, na, schau mal an. Also, was machen wir? Wir sagen, okay, bitte den Beamer mit 1024x768 ansteuern. Und dann kommt Windows und sagt aber, ja, ist ja schön, dass du es gesagt hast, mache ich aber nicht. Weil das mir nächstgelegene Gerät unterstützt 1600x1200. Da ist mir scheißegal, was du von mir möchtest. Ich persönlich mache das, was für dieses Gerät am optimalsten ist. Ne? Und dementsprechend also die Situation, dass wir Windows überreden müssen, dass er wirklich diese 1024x768 benutzt. Ansonsten sagt nämlich der Beamer, ungültiges Eingabeformat. Und da hilft aber nicht, in Windows die Auflösung zu ändern, weil, wenn man unter Windows die Auflösung ändert, ich meine, kennt man ja hier von früher, Auflösung ändern bedeutet Auflösung ändern, bei Windows aber mittlerweile nicht mehr zwangsläufig. Sondern wenn man unter Windows die Auflösung ändert, dann ist das nur die darzustellende Auflösung, nicht die hardware-seitig verwendete Auflösung. Sprich also, wir stellen zwar die Auflösung runter auf 1024, aber intern ist der immer noch 1600, skaliert aber diese 1024 auf diese 1600 hoch. Mit dem Problem, dass uns das gar nichts bringt, weil wir brauchen ja wirklich die hardware-seitige Auflösung von 1024. Und da muss unter Windows wirklich erstmal in den Gerätetreiber gehen, dort in die erweiterten Einstellungen, dort in die Skalierungseinstellungen, da dann nochmal ausfüllen mit nicht skalieren, sondern wirklich die Auflösung an sich übernehmen, damit er dann am Ende wirklich die Sachen macht, die er eigentlich machen soll. Und ja, mit solchen Sachen haben wir da zu kämpfen, wo ich mir immer denke, danke dafür, Microsoft. So, genug geredet, wir haben jetzt schon viel Stein. So, ach komm, machen wir einfach hier alles. Hopp. Warum geht das nicht? Whatever. So. Sehr schön. Jetzt haben wir ganz viel komprimiertes Kack gedünst. Eigentlich könnten wir daraus doch jetzt Slabs machen. Dann reichen die länger. Ich meine, von oben sieht man ja eh nur die obere Seite. Ey, das wäre wirklich eine Idee. So könnte man mal Material sparen.
warum bin ich nicht schon früh auf diese Idee gekommen? Ich verstehe diese nicht. Easy, mach mal so. Das heißt, wir nehmen jetzt Profilisierung für. Am besten machen wir mit dem Teer das gleiche. So. Das heißt, wir haben das. Das packen wir da oben rein. 3A, das sind 3A. Wir nehmen einfach mal 240. Geht das? Ne, geht nicht. Schade. Dann nehmen wir mal 60. Und sagen jetzt bitte ein 16. Platten. Das ist so dumm. Aber egal, solange es funktioniert. Dankeschön. 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 Sollte das mal reichen. Wenn nicht, können wir später immer noch machen. So, das bitte mit dem Teer genau das gleiche. Dankeschön. 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 Easy. Das nennt man doch mal Materialersparung. So, jetzt machen wir es dem BER gleich und schummeln bei allem, was geht. Achso, ich sehe, wir brauchen ja auch noch diese komischen Treppendinger. Ach, scheiße. Das heißt, wir brauchen das da nochmal. Und dann nehmen wir, komm, wir bleiben einfach bei 60. Nehmen erstmal hiervon. Dann die Gegenstücke. Oha, und die kosten mich schon gleich richtig. Ja, ja, das war nämlich klar. So. Und so. Das Schöne ist, die kann man dann ja wieder rekombinieren. Ne? Also wenn wir da jetzt erstmal ein bisschen großzügig waren, kein Problem. Kann man so machen. Wir gehen mal vom Spawn aus. Oh, Soren have left the game. Interessant. So, dann gehen wir mal hier vom Spawn. Nehme ich jetzt eigentlich schon zu lange auf? Nee, ne? Manchmal habe ich so diesen Moment, da weiß ich gar nicht, ob ich richtig aufnehme. Nee, Viertelstunde gerade mal. Ah. Ah ja, okay. Ich bin einfach nur schon wieder dumm. Okay. So, dann führen wir jetzt den Weg, der ja da ja direkt nach der Brücke auch schon endet. Den führen wir nämlich jetzt dann weiter. Und ja. So lange, bis wir da auf unseren Weg raufkommen, muss ich nochmal gucken, wo das denn genau ist. Aber erstmal machen wir so lange weiter, wie wir kommen. Wir hätten die Säge gleich mitnehmen sollen. Ach, scheiße. Wir nehmen nochmal diese eine Säge hier mit. Weil wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Wo ist denn die jetzt? Da. So, jetzt nochmal Spawn. Und... Ach ja, ich guck mal hier. Da hat der Herr Walker, ja, hat hier auch nochmal so ein Ding hingesetzt. Und ja, diese Neon-Katze hat er wirklich gefunden. Die hat er nicht einfach mit Crafting-Menü erstellt. Ich mag Neon-Katzen. Es war damals die richtige Entscheidung, diese Motte zuzufügen. Weil aus Vanilla Mai Test wurde das ja entfernt. Ach ja. Alle laufen wir nach Oderben, Oderben, Oderben. Wir könnten eigentlich nur mit dem Zug fahren, wenn die Züge funktionieren würden. Also, sie funktionieren ja. Nur wir haben nicht die Berechtigung dafür und automatisiert fahren sie auch noch nicht. Werden sie auch nicht, weil wie gesagt, die Züge sind ja eigentlich eher Deko. Ja. Die schöne, schöne Brücke. Ja, das war ja jetzt wieder typisch. Ist jetzt gerade nicht passiert. Oh, ich möchte sterben.
Are you fucking kidding me? Leck mich doch. Was? Mist. Protection geht nur bis hier. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? So soll das Ganze enden? Wird auch nichts. Naja. Ich möchte sterben. Komm, nehmen wir lieber die hier weg. Die vermisst keiner. Oh, fick dich. Penis. Fängt er wieder gut an hier. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal die ganzen Bäume wegräumen. Och nee. Fuck, hier haben wir gerade hier zu. Ah, ja, Mist. Ich habe mir nur für die linke Seite des Wegs gerecht gegeben, also für die Seite da. Aber gar nicht für die Seite hier. Na, ja, das war intelligent. Das können wir den Weg hier gar nicht bauen. Also zumindest nicht vollendenderweise bauen. Ja, gut, dann, muss man sagen, dann ist das halt Walkers Aufgabe, ne? Ist ja, ich meine. Ja, und wenn er so darum bettelt, es selber zu machen, warum nicht? Müssen wir nur gucken, bis wo wir denn jetzt hier. Oh, Scheiße. Habe ich Marker dabei? Habe ich auch nicht. Oh, ich glaube schon wieder alles schief, was schief laufen kann. Ich muss in der Frucht bleiben. Das definitiv nicht funktionieren wird. Ah, fuck you. So, zwischen den beiden Bäumen. Also da. So, hier geht's wieder runter. Hä? Ah, doch. Genau auf das Bäumchen. Hier auch wieder genau auf das Bäumchen. Na, wo kommen wir eigentlich raus? Weil da ist jetzt schon das Wasser, oder? Kommen wir da unten raus? Sieht das so aus wie unseres? Gott, Alter. Ja gut. Scheiße, weil ich auch nicht mehr in welcher Frucht ich war. Och nö. Boah, fick die Henne. Wo ist jetzt hier eigentlich unser Ausgang? Die müsste doch irgendwo kommen. Das ist es nicht, nein. Nein. Oh, Scheiße. Okay, wovon gescheitert? Tja, mit sowas habe ich schon irgendwie gerechnet, dass wir uns da gar nicht mehr treffen. Ja, genau, hier geht's lang.
heißt, ich glaube, es ist gerade über meinem Weg. Hoch mit dir, du Arsch. Was ist denn der denn? Boah, fick die Henne. Alter, wo sind wir hier? Wo ist der Ausgang? Leck mich. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Können wir direkt komplett vergessen. Ich brauche die Kackmarker. Die sind wo? Da oben. Schöne Scheiße, Alter. Boah. Ausdauer ist auch schon wieder weg. Treib mal mehr Sport, du Kack-Charakter. Gibt es eigentlich irgendwie ein GPS-Gerät oder sowas, wo wir uns die Koordinaten mal gucken können? Nein, okay, gibt's nicht. Na, hier der Weg ist natürlich auch jetzt komplett useless, so wie er auch jetzt gerade gemacht ist. Könnte man eigentlich direkt anpassen. Machen wir auch. Und das, so wie der jetzt gerade aussieht, bringt er hier gar nichts mehr. Ja, das wollte ich auch genau so haben. Ach ja, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, dass alles, was ihr anfasst, irgendwie direkt schief geht? So. Für irgendwelche Bauaktionen ist mein Inventar viel zu voll. Das heißt, es wird jetzt auch hier alles schief gehen. Wobei, nee, doch, die ganzen Stricken haben wir schon im Inventar drin. Ne? Das heißt, die kann er dann stacken einfach. So. Ja, klar. Sehr schön. Aber wieder ist wieder Stamina. Minächen. So, dann machen wir jetzt hier ein schönes Eis nach dem anderen. Also wir machen erst das hier fertig. Bevor wir irgendwas anfangen. Ihr kommt dementsprechend erstmal da oben wieder rein. So. So, dann brauchen wir jetzt hier 1, 2, 3. Nee, das mache ich auch nochmal weg. Also brauche ich nochmal 2 Erhebungen nach oben. Das heißt, wir brauchen das gute Stück. Einmal nach da. Wir brauchen dann einmal alles 4-mal. Und zwar brauchen wir... Ich rekommendiere das ganze Kacki erstmal. Achso, na gut. Die hätte ich jetzt nicht machen müssen. Egal. Wir haben gar keinen Cleanstone dabei. Ich hasse mich so unglaublich gerade selber. Oh. Jeder Gang macht schlank. Klingt gerade wie so ein Pferd, Alter.
Hotterhü. Tja, so kann man ein Let's Play auch nicht länger ziehen. Und dann ist er schon wieder leer. Ja, geil. Tja, das heißt, diese ganzen Dinger hier, die wir jetzt da gemacht haben, die haben wir jetzt komplett umsonst gemacht. Weil die waren eigentlich für den Weg gedacht, den wir jetzt gar nicht bauen können. Das muss ich dann als Admin wieder machen. Gott, Herr Jemenischen, ey, das ist ja hier. Da kommt Freude auf. Kann man die wenigstens wieder rekombinieren? Mal gucken. So wie ich mein Glück kenne, garantiert nicht. Okay, doch, aus den Einern kriegen wir Zweier, aus den Zweiern bekommen wir Vierer, aus den Vierer bekommen wir Achter. Okay, das geht also. Sehr schön, sehr schön. Gut, das heißt, wir machen das genauso. Yay, rekombiniert. Wunderbar. So. Warum nur vier? Hatten wir nicht mehr? Haben wir da gerade Verlustgeschäft gemacht? Wir hatten noch je 99, oder? Am Anfang gehabt? Oder nicht? Ist doch egal. So. Was wir jetzt brauchen, genau. Was wollte ich jetzt holen? Überlegen. Ah, genau, Cleanstone. So. Das heißt, wir brauchen alles viermal. Nein, nicht da, sondern das hier. Wir brauchen also viermal die Vierer. Viermal die Achter und viermal die Zwölfer. Und das gleiche bitte auch nochmal mit dem Cleanstone. Viermal die Vierer, viermal die Achter und viermal die Zwölfer. Perfekt. So, und jetzt wieder ab nach oben rennen. Vielleicht sollten wir uns um so einen Spawnpunkt, hier so einen Homepunkt setzen. Und uns geht schon wieder die Nahrung aus. Das fängt da richtig gut an hier. Volle Fahrt voraus. Eigentlich müsste, wenn man so bergauf geht, der Sprint schneller nachlassen. Also schneller runtergehen. Weil Treppen hoch zu sprinten ist eigentlich viel, viel anstrengender als, ne? Ich nehme gleich mal hier die Axt zur Hand. Ich kappe um dir gleich mal die Bäume ab. Die gerade ein bisschen hart auf den Sack. Du kommst auch weg. Ist da was drin? Nein. Okay, das heißt, oh,
stimmt, kommt hier Licht durch. Jetzt ist unten hell. Diesen Umstand könnten wir sogar gerade nutzen, um hier nochmal Steine abzubauen. Weil so schnell kriegen wir da kein Licht mehr hin. Oh, die Fackelnahme kriegen wir auch nicht mehr ab. Was? Der ist immer noch dabei, irgendwas abzubauen? Digga, was geht mit dir ab? So, ich würde mal sagen, wir gehen mal nochmal runter. Bauen wir unten mal schön ab. Solange hier Licht scheint. Wir kommen ja nicht mehr runter. Also ohne Schmerzen zumindest. Ja, da hoch kommen wir auch nicht mehr. Egal, die Fackeln bleiben da jetzt. So, dann bauen wir hier nochmal schön ab. Jetzt haben wir ja hier richtig Licht hier. God damn it. Wäre schön, wenn das Licht doch an der Seite vorbeigehen könnte. Dann bräuchte aber hier so einen Kanal, irgendwie so einen Lichtkanal. Soll ich jetzt hier wirklich nochmal die ganze Zeit abbauen? Ach, wir machen jetzt noch Folgenpause. Gucken wir mal weiter.